So, dann nochmal einen wunderschönen guten Abend hier und herzlich willkommen bei Lucas Live zum nächsten Teil der Super Sondersaga von Assassin's Creed 4 Black Flag. Ich bin der Ross. Ich bin die Cassie. Und zusammen gibt das Lucas. Genau. Los, lass uns Piraten sein. Warum ist denn hier jetzt eine Truhe? Ja. Sind ein paar neue Piraten angekommen. Okay. Und die haben halt nicht aufgepasst, ne? Und zack. Tja, pass weg. Warum stehe ich denn hier nirgendwo? Achso. Ich verstehe. Okay. Aber, das hatten wir doch schon geholt. Nein. Okay. Die Truhe hatten wir noch nicht. Naja. Grüße an Devi erstmal. Herzlich willkommen, Devi. Grüße an den ganzen Chat. Hi, Deve. Devil Satanas. Dann nehme ich mal Kasse, also kommt bei ihm Deve. Das ist aber nicht das erste Mal. Hallo, Dave. Oh Gott, nein. Hallo. Oh fuck, dafür müssen wir ja wieder da hoch. Ja. Jup, 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 jup. Guck mal, da vorne sieht's da praktisch aus. Am Tor. Ah. Ist das nicht zu? Doch. Natürlich ist es zu. Ich dachte auch daneben, hier, dachte ich vielleicht. Okay. Aber, nee, wohl doch nicht. Nassau? Nein, das ist keine deutsche Stadt. Das ist Passau. Keine Ahnung, ob Nassau mal deutsch war. Sie war auf jeden Fall Französisch, Englisch, Portugiesisch und Spanisch, glaube ich. Mit Portugiesisch weiß ich nicht so genau. Geh mal da weg. Runter. Ah nein! Du hast gesagt runter. Das hast du jetzt davon. Doch nicht so, Mann. Da, du warst schuld. Aber hier müssen wir doch eh nochmal rein, ja, sicherlich, oder? Naja. Wir müssen ja noch den Ausdruck da holen. Ja, aber früher nicht oder jetzt. Später. Fampi lacht sich wieder kaputt. War klar. Manche Leute brauchen einfach mal einen Knuddel zwischendurch. Mit einem Stuhl ins Gesicht. Ach so. Ich dachte jetzt sowas. Streichel, streichel. Dann gehen wir hier mal auf den Weg dahin. Dann einmal quer hier durch, bis wir da sind. Oder sollen wir erstmal hier den Assassinen-Auftrag machen? Ja, ne? Ja, nein, vielleicht. Bockwurst. Ja, genau. Fresh Oysters. Der Blue Oyster Kult. Hui! Spring doch! Spring! Spring mehr! Ja! Shanti ist am Stissel. Gott sei Dank. Guck mal, hier ist auch noch was. Ja! Nimm mit. Und gib mich wieder zurück. Truhe hier haben will.
Wäscheleinen wahrscheinlich. Ja, Wäscheleinen, was sonst? Ja. Wenn du bedenkst, dass bei Assassin's Creed selbst eine Gardine, wenn du drüber läufst, nicht nachgibt, also... Tja. Die wussten damals noch, wie man Wäsche richtig stärkt. Mhm. Naja, heute wird's auch keiner mehr machen, ne? Wäsche stärken? Ja. Nee. Das hatte ja damals irgendwas mit dem Schutz zu tun. Schutz gegen was? Länger haltbar machen gegen Faserbruch und irgendwie so ein Scheiß. Ich weiß halt nicht mehr so genau. Ich weiß, dass mir das irgendwann mal meine Oma erklärt hat, weil ich das nicht verstanden habe, warum die Hosen von meinem Opa stärkt. Aber das ist schon so lange her. Joa! Lauf doch, du blöder Sack! Jetzt ist schon vorbei, eigentlich. Bleibe im Tonfall irgendwo zwischen Angst und Lust. Oh ja. Er will irgendwas mit Angst und Lust mit dir besprechen. I can hit him from here! Der Hurensohn mit seiner Kanone, ne? Ich habe immer volles WLAN. Ja. Sogar in der Vergangenheit. Mhm. Deswegen kann er ja auch nur von einem Ort zum anderen Ort teleportieren. Ja, ich wechsle dann einfach die Server. Nimmst du die Wichse jetzt mit? Lass fallen den Dreck. So aus, warum? Echt? Meinst du? Ja, wo soll ich denn sonst hin? Ja, ich weiß, aber irgendwie kommt mir das falsch vor. Aber wie soll ich denn da jetzt rüberkommen? Aber warte mal. Vielleicht kann ich hier noch hoch. Ah ja. Boah, du Hurensohn!
Kannst du dann in den Stein irgendwo hoch? Nee, sicherlich nicht. Das ist ja extra wieder sowas, damit man sich ja ärgert. Oder zumindest wollen sie einen das glauben machen. Wildschwein-Salami. Ja, die Viecher hier brauchen wir sicher auch noch für irgendwas, ne? Mm. Lichter stand die da schon wieder. Ja, ich sehe es. Es ist wirbelt da. Ah, es hat dich gerochen. Aber da El Macho hier wieder mal zu dämlich ist, richtig zu springen. Naja. Übrigens das Fragment mit. Wollt ihr doch das Türmchen? Ist doch egal, mitten in einem Sperrgebiet wieder. Ja und? Du weißt, dass in diesen Gewässern Krokodile vorkommen, oder? Ja, ich hatte jetzt eigentlich gedacht, dass ich nochmal zurückgehe und da drüben jage. Das mache ich jetzt, glaube ich, auch gleich noch. Hier glitzert auch wieder was. Das Game habe ich nicht. Naja, ich kotze jetzt schon wieder hier. Wieso? Wie soll ich denn da rüberkommen jetzt? Muss ich da ja ins Wasser und den Baumstumpf hoch, anders geht's ja wohl nicht. Krokodile kannst du behalten. Nicht gesagt, dass da welche sind. Ich habe nur gesagt, da könnten welche sein. Sehe einen Soldaten. Zwei, drei, vier ganz viele. Hat der eine Keule? Nein, eine Axt. Was zum Geier? Oma, von da ist ein Schaffstück, oder? Nee, gar nicht. Das ist ja jetzt so lange Zeit. Da unten eine Kiste erschienen, aber hier wollte ich noch die Tiere jagen. Ich guck mal, ich hatte sogar recht. Bei Krokodilen! Was? Da gibt's echt welche. Ja, was brauchen wir denn noch? Ach, ich hole ich mir später. Oh, jetzt nicht alle jagen. Ich hole mir jetzt erstmal die Truhe da, das andere Ding da, das Ding da, das Ding da, das Ding da.
schon. Es gibt Tumblr oder so. Gut, dass sich der Entwickler des Spiels hinterher noch für die ganzen Kirchtürme entschuldigt hat. Ja. Auf andere Dinge zu klettern, wie bei auf Tempel oder auf Pyramiden, ist genauso. Nein, war ja später besser. Weniger. Die Todessprünge werden hinterher auch spektakulärer. Minisperrgebiet nur für eine Post? Ja, offensichtlich. Ja, da kommen wir später noch hin, denke ich mal, ne? Oder willst du das heute exploren? Keine Ahnung. Kann man auch machen. Nassau checken. Checking Nassau. Exploring Nassau. Irgendwas. Genau. Schatzsuche in Nassau. Ja, man kann gleich noch was anderes machen, aber wieso nicht, ne? Ja, ich meine. War auch nicht scheiß, ja. Das ganze Scheiß. Da muss aber hier irgendwo auch noch ein Aussichtspunkt sein. Hä? Ah, oh, da sind sie jetzt gespawnt. Wir haben auch sehr gutes WLAN. Sehr schnell war wieder. Aber die haben Leck. Alles meins. Ein Manuskript, siehst du? Wie kommst du denn jetzt zu dieser Aussage, Fampi? Ich auch sage. Hä? Oh ja. You've no reason to be sniffing. Quicker, idiot! Get home! Warum ist er denn weggerannt? Ach, gerade bei dem Haus, ne? Ja. Weil ich immer renne. Ja, wir lüften schon nochmal. Mach mal die Bimmel aus. Keine Ahnung, wofür die da ist, aber auch, gibt bestimmt extra Fleißpunkte. Ach, die ist später bestimmt auch wieder da. Ich weiß. You there! Stop the bastard! Help! Stay right there! It's too late! I need some help here! Escape us! I think I can hit him! You there! Intruder! Help! You think you can escape us? Alarm! Help me, damn it! Weg. Hinter dir, hinter dir. Der da. Huh?
einfach nur mal so Spaß. Das können sie ja mal versuchen, die Blöcklein zu bedienen. Es ist ja nicht so, dass man dadurch besser wird, wenn man was häufiger macht bei diesem Spiel. Nee, das ist nur beim anderen Spiel. Secret of Mana zum Beispiel. Beziehungsweise bei den ganzen alten Rollenspielen der ersten Generation. Skyrim auch, genau. Also rennen jetzt nicht, aber schleichen. How do I get over there? Stückchen weiter. Oder ich benutze einfach da hinten die Treppe. Achso, ich dachte, wir würden hin und dann bist du drüber und. Flups. Weißt du? Flups. Flups. Hüp. Ach, dein Wasser. Ich dachte, wer macht sich denn hier jetzt gerade eine Limo? Der war gerade, boah, Chris, hat die krass, die muss jetzt immer so ans Mikrofon halten. Mal gucken. Synchronize me. Hast du noch was von der Brühe? Was krasse Zeugs willst du? Ja, ich treffe mir jetzt einen Clan hier. So long, let's explore Nassel. Ja. Will ich auch mal mein Wasser ins Mikrofon halten? Deins prickelt aber nicht so schön. Ich muss es auch richtig wieder zudrehen. Oh. Manchmal ist so ein geiles Wasser einfach was Feines. Okay. I wanna go there first. Okay. Hui! Oh nein, es sind Steine. Das müssten eigentlich die Templer hätten eigentlich ein leichtes Spiel gehabt. Wenn die von vornherein begonnen hätten, in jeden dieser Heuhaufen ein paar Steine reinzupacken. Ja. Da hätten sie auch kein Problem gehabt. Die hätten sich alle zu Tode gestürzt. Oder genau. Bärenfallen. Bärenfallen, ja. Das habe ich auch, wollte ich gerade eben sagen. Genau, Bärenfallen, Steine, ja, solche Zärtlichkeiten halt, ne? Angespitzte Holzstäbe. Genau. Oh, ich bin äußerst kreativ. Es geht so viele Möglichkeiten. Ja. Oh ja. Also wer mich zum Feind hat, hat Arschkarte. Mhm. Rostige Nägel gehen auch, aber sind nicht so schön. Du kannst. Erledige ihn. Yes! Ach. Und dann habe ich nur einen getreten. Bang. Ah, das Penicillin kann ich erst später. Hm. Ja. That was the Sperrgebiet. Let's go weiter südlich. Da auch noch. Ach, das nur an. Und dann können wir da am Rand so hoch die holen. Da ist dann wahrscheinlich auch noch so ein Entdeck-mich-Ding. Dann können wir oben rum zurück. Und dann einmal hier runter. Dann sind wir in der Mitte. Haben das hier auch noch mitgenommen. Und laufen dann zum Target. Hey, ho. Let's go. Das war nasser als erwartet. Ist auch nass, so. Stimmt. Ich hätte dran denken müssen.
Naja, damals war ja sowieso alles tödlich. Ja, ja, genau. Alleine schon, wenn du jemanden falsch angeguckt hast, war das ja schon tödlich. Kommt drauf an, ob es ein Inquisitor war oder so. Es war aber damals einfach, Selbstmord zu begehen. Also Selbstmord durch Polizisten war total einfach. Du musstest dich ja nur von einem Inquisitor oder sonst was dahinstellen und dann Heil Satanas! Mm. Und dann warst du ja schon weg vom Fenster. Mein Buch, was ich lese, da haben sie einem die Zunge abgeschnitten, weil er immer noch zu den alten Göttern gebetet hat und nicht zu Gott. Ja, man macht ja auch sowas. Das fand der... das war so der Umschwung bei den Wikingern, was? Also. Dieser... Warte mal, hier ist auch mit Sicherheit irgendwo so ein Meister Kroko. Mhm. Das war zu weit. Irgend so ein Bischof war das, der war davon angenervt. So hat man ihm dann die Zunge abgeschnitten. Yeah! Damit der Popo plopst. Ich sehe nur das eine. Im Wasser möchte ich auch nicht gegen die kämpfen müssen. Nein. Definitives Nein. Ich erinnere mich an die Stelle, die haben wir letzte Mal gejagt. Das war im letzten Durchspielen. Boah. Ja, wann das halt rauskam. Die wohlhabendsten Piraten. Jetzt auf Platz 1. Also irgendjemand spielt das ja, ne? Aber mit 17.000 Real? Du? Ja, aber wie soll ich mit 17.000 Real auf Platz 1 sein? Ja, von deiner persönlichen Rangliste. Oder unter deinen Kumpels, die, wo das wahrscheinlich eh mal irgendjemand installiert hat und... Nicht gespielt, ich glaub, du läufst falsch. Ich weiß nicht, wo ich lang muss, um da hochzukommen. Guck mal, hier kommt man auf jeden Fall noch ein Stockwerk höher, die Krone rauf. Dachte ich zumindest, ist aber nicht. Nee, warte mal. Darüber. Denke ich. Achso, dann komme ich auf diesen Vorsprung da und von da aus dann eins höher wahrscheinlich. Vermute ich, hoffe ich. Das war zumindest mein Gedanke so. Das ist zu weit. Ja gut, dann gehst du jetzt auf... Stopp! Da. Moin, wieso macht er das? Kommst du dann an den dran? Ja, sicher, wenn man das richtig macht, dann kommt man auch an den dran. Also schätze, der ist es, der dich dann noch überbringt. Wieso springt er denn dann nicht? Wenn er kein Weitspringer ist, sondern nur ein Hochspringer. Nee, musst du wieder von da hinten. Das ist ja mal so zum Kölz. Ja, das war damals ja noch so. Das fanden die ja alle so geil. Ja, du musst jetzt hier hoch und dann nochmal wieder zurück. Ich hab nicht gesprungen. Ich bin nicht gesprungen, das hat er selber gemacht. Blöder Arsch. Hm.
Ja, du darfst nicht zwischen die beiden Dinger, glaube ich. Du musst von hier aus. Nee, das ist aber auch zu weit, auf die mittleren zu kommen, ne? Und da springt er noch zu dem. Fick die Waldfee. Aber was hatten wir für eine Fee gestern? Schwanzfee. Schwanzfee, ja. Fick die Schwanzfee. Liegt das Shanti diesmal woanders? Ja, nee, das liegt oben. Ja, das lag. Ja, ja, lag immer oben. Boah, ich höre die Moskitos, doch? Ja. Boah, und schon juckt's mich, ey. Musst du mich gerade auch schon kratzen. Dieser Wichser, dieser Wichser. Jetzt stürm los! Ah. Ja, da kommst du nicht wieder hoch. Weiß ja nicht, ob ich das muss. Ui. Auch nicht schlecht! Hat ihn schon. Hier scheint nichts mehr zu sein. Hier Nein. ist ja der Berg und dann geht's hier nicht weiter, wie es aussieht. Oben ist noch ein Schatz. Ja, den holen wir uns da. Dann ist da noch das Schild. I got the shanty. And I shoot the deputy. Der andere hat ja den Sheriff erschossen, das mit dem Deputy war ich. In Memphis. Genau. Ja, man muss in seinem Leben einmal einen Mann in Memphis erschossen haben. Ei. Ausgeklutscht, statt Zombie. Ja. So. Wir besteigen mal ein Schiff. Bist du pervers? Wieso? Richtig schöner Lattenfick. Ja, guck doch. Ist groß genug, muss ich wenigstens. Oh. Und wer zahlt den Unterhalt? Wenn die ganze Armada kleiner Schäfchen rauskommt. Naja. Die Royal Navy, ne? Ist hier jemand? Jemand? Nö. Unbedeutend. Ist irgendwie auch kein Schwergebiet. In the front there is a Schatz. And here there is a possibility to go up the Hauptmast. Haben die nicht irgendwie so einen Wusch? Er hat keinen Wusch. Lalilalu, es ist noch ein Stockwerk. Noch eins und noch eins und noch eins. Ja, viel höher konnten sie damals nicht bauen, die Bäume waren ja nicht so groß. Nein, du darfst da nicht runter. Doch, klar. Da nicht. Mein Gott, ich bin doch auf dem Ding da. Das hat doch diesen Autosprung gemacht. Normalerweise landest du dann auf dem Ding. Nur weil Fumpy das so wollte, der alte Heckenpenner. Konntest du eigentlich das Ding runtergehen, dann an dem Vorderding runterrutschen? Und das Einzige, was ihr jetzt noch könnt, ist mit dem Buckel runterrutschen.
alter Arsch. Geh mir aus dem Weg. Aus dem Weg! Habe ich noch keins im Sperrgebiet gefunden. Na, jetzt ist sie diesmal offen. Wo dadurch? Das haben wir gerade letztes Mal, glaube ich, gar nicht gesehen, oder? Nein. Was ist das denn für ein fucking... Oh, das ganze Ding ist ja ein Sperrgebiet. Das ist das von eben, ne? Die Gewässer sind auch heil verseucht, aber hier kommen wir nicht rein. Ja klar, war ja auch zu einfach. Jedoch nicht so massiv in der Nähe der Inseln. Da kann man außen dran klettern irgendwie, aber wie kommt man da rauf? Ich habe letztes Mal schon gesagt, in solchen Vorsprüngen gedacht, da könnte man vielleicht hochklettern. Aber irgendwie, das hatte ich halt gehofft, wir könnten da durch die Höhle durch. Hier, guck mal, hier vielleicht? Durch das Loch? Das ist doch kein richtiges Loch. Ja, aber da ist das vielleicht, aber der geheime Zugang. Nee. Also an einer Stelle ist der vor. Brüll mir doch nicht so ins Ohr. Mann, ja, Mann. Weil du... Nix, weil du. Weil du kannst du abhaken, das gibt es nicht. Weil er. Intruder, I need some help here. I got a shot. Der schießt gleich. Ja, was soll ich machen, wenn El Macho Vix hier... an der scheiß Mauer die ganze Zeit rumhampelt. Sind wir auf der anderen Seite der Tür? Mein Gott. Oh, gleich bin ich wirklich taub. Ich kann nichts dafür, der kam so spontan. Ich hatte mich bei dem anderen weggedreht, drehe mich wieder hin, weil ich dachte, er ist gut. Und dann kam der noch hinterher. Das war keine Absicht. Was sagst du immer? Leicht. Guck dir das an. Ja, der mein übt Rapdance. Meine Güte, Digga. Kommst du da nicht drauf? Da. Okay, wo sind denn oben unsere Ziele? Da hinten, da, das ja, und den Aussichtspunkt. Ist mal kein Ponyhof hier.
Uhu. Komm mal mit. Ein Stockwerk tiefer ist schön, guck mal. So. Ich schätze, du musst jetzt außen rum. Da lang. Meinst du nur, weil hier drei Kisten stehen? Ja, und da das nächste Ding, sieh, und ich kann mich an so eine Situation erinnern. Das ist, glaube ich, Bäumchen. Und jetzt? Noch gerade aus. Wenn wir da war hin, wahrscheinlich auch schon raufgekommen irgendwie. Guck mal, da ist das Leuchteding, das nehmen wir jetzt eben mit. Warte mal, auf der Seite hier sind. Leuchteding! Da kommst du wahrscheinlich wieder hochgeklettert. Ja, das war dann das, was wir von ganz unten gesehen haben. Sind wir ja eins höher, dann check ich's. Das kann ich aber nur noch. Da. Ja, also was haben wir ja von unten gesehen? Ich habe ja da auch immer den Aufgang gesucht. Nur dass der am ADW ist. Damit habe ich ja nicht gerechnet. Gute Nacht. Sehen wir uns morgen wieder. Nacht und gute Besserung. Gesund. Was ist denn morgen? Freitag, ne? Ja. Es ist schon wieder eine fucking Woche rum. Ja, Gott sei Dank. Weißt du, ich habe das Gefühl, ich war die Woche nur weg. Wie weg? Ja, irgendwie, ich habe jeden Tag hab ich über 12.000 Schritte geschafft. Das heißt, ich war mehr draußen als zu Hause. Ist ja auch nicht unbedingt so schlecht. Nee. Ich habe es ja trotzdem noch irgendwie geschafft, auch die Wohnung einigermaßen sauber zu halten. Ja, da kann ich mich aktuell nicht beschweren. Nur mit der Wäsche bin ich im Verzug, aber... Oh, das ist doch nicht so schlimm. Nee, hängt eine ganze Maschine noch oben oder zwei ganze Maschinen noch oben. Diese Wäsche ist da. Halt! <it. lacht> Ich liebe es, wenn sie so schreien. Ja. Warte, kommst du durch die Tür? Ich schätze mal nicht, ne? Da hab sich doch gerade glitzern sehen. Da, geradeaus, ja. Da kommst du dann wahrscheinlich hoch. Soll ich auf ihn warten? Ja. Fallen lassen! Ui. Nee, vielleicht nicht ganz. Ich weiß nicht, wo der Schatz ist. Ja. Ja, jetzt kennen wir Nassau. Und haben auch schon wieder fast alles in Nassau. Ja, da unten noch ein bisschen was. Und ja, dann die Paraden gehen wir auf die Hauptquest. Ja, aber erst nachdem wir die Assassinen-Aufträge gemacht haben. Es gibt ja immer drei, vier oder so. Da hinten ist auch noch so ein Gizmo. Ja, da wurde gerade auf der Map kein hingezeigt. Heute läuft aber auch meine Nase wieder voll mit Trotz irgendwie. Vielleicht jetzt von den Ohren tropfen? Wäre denkbar, ne? Ja, der ganze Kladderadatsch schenkt ja so irgendwie zusammen. Naja, das Ding hier. Ich will ja nicht den scheiß Kurier fangen und plündern.
Die haben eh kaum was Wertvolles dabei. Mal ein 100er oder so. Für einen Huni legst du auch keinen um. Klar, es wurden schon welche für weniger umgebracht, aber... Da ist das eine Gizmo von vorhin und hier ist noch das letzte. Ah, ja. Sogar noch ein Türmchen. Das Gizmo sollten wir uns auch von oben schnappen, denke ich mal. Ja, ja, also da vorne wieder hoch. Das klingt doch einer Bengelrotz. Mhm. Eins will er noch. Ja, ich suche den Wachmann. Der ist hier um die Ecke. Ja, ich will aber nicht von dem anderen da von links erschossen werden noch. Hey. Hase. Der ist richtig schwul gestorben. Ja. Wenn sowas überhaupt geht. Ja. In seinem Fall geht's. Oh nein, der hat sich selbst gemördert. Ja. Damn right, man. I'm just dead. Death Incorporated. Ihr Wichser, ich hab euch ausgeraubt. I'm a pirate. Da bin ich ja nun mal der Böse, der Dieb, der Glücksritter, der Taugenichts. Ich saß noch ganz oben. Ja, ich versuch's gerade. Da ist es. Naja, eins höher ist das Fragment. Wenn ich das gerade richtig gesehen habe. Hat ihn. Da war der Haufen. Das ist ein Blätterhaufen. Wenn ich nur ein Stück drehst. Da. Oder? Ich bin mir da nicht sicher, du. Gut. Nein, die Blätterhaufen sahen ja anders aus. Das waren ja diese Palmwedel. Das sagst du jetzt? Könnte aber auch was anders sein. Der Spruch wäre normalerweise gekommen, wenn ich schon in der Luft bin. Ja. Salat. Treibgut an Land? Ja, nennt man dann Strandgut. Ja, aber ist dann... Ja, wurde angespült. Es gibt echt so Leute, die nach Stürmer an die Strände gehen und ja, das weiß ich, aber es ist ja dann kein Treibgut, sondern Strandgut. Ne? Treibgut ist es nur, wenn es im Wasser treibt. Ja, das jetzt umzumindern war denen wahrscheinlich zu schwer. Eine Truhe noch. Ein Manuskript! Stop there! Yeah. Not skip me! Did you speak with me? Nein? I'm very British. 5 von 5 Geheimnissen. Wo ist die letzte Truhe? There is no chest. Call nochmal da hinten. Aber da ist ja noch ein Shanty. Sonst glaub ich nichts. Ne, das Shanty, die Truhe, dann die Assassinenaufträge, dann die Mission. Wo liegt das? Weiß von Strich an.
Das hast du dir so gedacht. Grazil wie immer. Mhm. Hoch. Ja, auf einer Sandbank zu suchen. Da, auf die Idee bin ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht drauf gekommen. Das ist dieses Ding hier im Weg. Ich will da außen rumlaufen oder teleporten. Stay right there. Wo der Typ ist dahinter, da kannst du auch runterspringen. Da. He's trying to give us the slip. Sorg gleich auf der richtigen Seite für den Schatz. Nimm Anlauf und spring! Geronimo! Guck mal, das war aber noch eine Herausforderung. Bin ich gut oder bin ich gut? Ich bin gut, ja. du natürlich auch. Ja, wenn ich eines kann. Dann ist es aus 45 Metern in die Tiefe stürzen. Ja, und überleben. Klopf, klopf. Wer ist da? Ein Dieb. Da ist noch ein Treibgut. Oh. Den gehen wir spontan da an Land. Ja, schon mal für den Weg. So, hier haben wir dann jetzt den Aufträge. I only deal with captains. On a trade, hat er gesagt, trade. Muss jemand sterben. Und John Death McNamara kümmert sich darum. Zwei Assassinenaufträge. Unter dir. Hi. Erledigt. Nunu out. Optional habe ich das schon. Ja, ich weiß. Macht's gut, ihr Trottel. Ich bin schon wieder ganz uninteressant für die. Oh mein Gott, jemand hat Connor getötet. Connor Max Suff. Ja. Ja, das war's. Okay. Da gab's nur zwei Assassinen-Aufträge. Ja. Vielleicht kommt ja später noch was. Oh, das mag sein. Für den Moment haben wir aber 100% den Nachsau. Oh. Digga, was so ein komisches. Unnatürliches, ungesundes Shining. Bei Gott, was sehen meine trüben Augen? Komm her, trink mit uns. Hä? Guten Morgen. Schon? Ja. Ahoi, Kenway. Du musst also immer eine Frequenz abschließen, damit sie nicht von neu machen. Adi, Wadi. Das ging ja. Quartiermeister der Jackdaw. War ja kein Problem. Jackdaw. Ein paar Leute rekrutieren. Muss doch trotzdem dann irgendwo so ein Safe geben, oder?
Schick alle Männer, die du findest, zur Jackdaw. Gib ihnen Arbeit. Danke, Ade. Keine Ahnung, mein Schatz. Und du darfst einfach nicht innerhalb einer bestehenden Aufgabe abbrechen. Ja, ja. Ich suhl mich in deinem Blut, bevor ich Ketten trage. Darf ich? Okay, diese Vorstellung war peinlich. Danke. Kenway, richtig? Ich bin auf eurer Seite. Ausgezeichnet. And dip the drunken sailor. Where are these guys? Stopp, hinter uns. Ja, markier doch mal welche. Weil jetzt sind welche wieder hinter uns. Ach, gefangen vor der Festung. Vor der Festung können wir aber lösen. Wir müssen uns schnatzeln, ne? You! Let me out of. Also, renn! Got a pressing engagement, sir! Weil die erschießen die sonst nämlich. Warte, da unten runter, da kann ich es glaube ich nicht sehen. Ja, er kann ja nicht schießen jetzt. Und da fehlten nur noch drei. You have no genau, shot und von da musst du von oben kommen. Und sonst erschießen die nämlich auch noch. Kannst du ideal nämlich. Ich bin gerade im Kampf. Ja, ja. Aber wenn du Glück hast, die stehen ja mit dem Rücken zu dir. Ist ja die auch so. Ach, da stehen noch mehr. Ist noch gelb. Ich hoffe, sie schießen jetzt nicht, solange ich noch so weit weg bin. Nee, nee. Du hast dich nur letztes Mal von denen von der Seite genähert und dann haben sie direkt geschossen. Jetzt. Aber ja, guck mal da, in der, wenn du geradeaus gehst. Also da drunter. Warte mal. Jetzt vielleicht, wenn du ein Stück laufen musst. Ja, jetzt schießen die Spanischen, oder? Jetzt! Scheiße. Dafür werden sie sterben, alle. Aber die anderen sind nicht in einem Sperrgebiet. Mhm. Ich guck erstmal vom Weiten. Ich müsste gehen für die Häuser. Oder? Ach, wenn man dann immer so will. Es waren nur zwei Männer. Trotzdem habe ich vier Crew bekommen. Mhm. On the road.
Nor'easter had them blown clear to New Granada. Rough reception there, I'll wager. They had to clear their bottom to find water. Aus Prinzip. Let's kill some British. Jetzt sind sie in einem Sperrgebiet. Dir. Was soll denn all das Jammern und Stöhnen? Ist etwas passiert? Soldaten kamen, das ist passiert. Vom König höchstpersönlich. Der König ist... dumm. Well now, what would in that be? An den Händen dieses Piraten klebt das Blut vieler uns. Apprehend! Trinken. What will to prove weapons out here? Acting the bull. We know better, don't we? Siehst du, es sind doch Seile. Ja, ja. Vielleicht haben die da auch mal Banner aufgehängt oder so. Wäschelange Sachen. Nun segelst du sicher dorthin, wo fette Beute wartet. Kennst du einen Ort namens Observatorium? Ei, eine alte Legende, wie Eldorado oder dieser Jungbrunnen. Was hast du gehört? Es ist wohl ein Tempel oder ein Grab, mit irgendeiner Art Schatz darin. Sieh mal, das ist es. Rotz! Dann sind dir Märchen also lieber als Gold, oder? Es ist mehr wert als Gold, Thatch. 10.000 Mal mehr als alles, was wir von spanischen Schiffen erbeuteln. Den König berauben, um Arme zu speisen, das ist unser täglich Brot hier. Das ist keine Beute, sondern Fantasie. Achso, ja. Oh, diese optionalen Dinge, die werden ja auch immer nur so kurz angezeigt. Jetzt war Speicheranlage. Ja. Jetzt muss ich schon... Ja, hier ist das Schiff. Ich versuch's einfach nochmal. Ich bin hier auf dem Weg. Vielleicht lässt er mich ja jetzt. Oder wir müssen uns erst einen Namen machen hier. Ja. Ist ja schließlich Eddies erstes Kommando. Something I can help you with? Da habe ich gar nicht.
Naja. Ich darf ja gar nichts. Noch nicht, nee. Ich darf Mörser installieren, okay, machen wir das. Das darf ich auch nicht. Feuerfässer können wir verbessern. Denkst du schon mal den kleinen Scheiß? Ja, ja. Die ist cooler. Ja. Oder willst du eine von den anderen? Nee. Das sah schon am geilsten aus irgendwie. Elfenbein sah schon viel geiler aus. Wenn schon. Wenn schon, denn schon, ne? Also mir gefällt bis jetzt die Elite-Segel am besten. Kaufen. Rum, glaube ich, solltest du nicht, ne? Ja, das war mal ein Wort. Excellent. Good day. Same to you. Morgen, Kenway. Gar keine so üble Zunderbüchse hast du da. Du bist ein wenig grün, Hornigold. Ist es Neid? Weil meine größer ist. Nein, muss dieser jamaikanische Knaster sein. Das spanische Zeug ist mir lieber. So, nun hast du also deine eigene Brig. Fein. Ich werde dir zeigen, wie man sie richtig segelt. Und wie man ordentliche Prisen einfährt. Thatch, wir treffen euch am alten Fischerdorf. Aye. Wo ist dein Steuermann, Kenway? Ich steuere meine Schiffe gern selbst, Ben. Es hält mich wach. Da
Dann nehmen wir etwas Fahrt auf, oder? Ich brauche keinen Lehrer. Wie viele Prisen haben wir zusammen als Freibeuter eingebracht? Es ist ein Unterschied, ob man an einer Kaperfahrt teilnimmt oder sie anführt. Wir suchen nach Handelsschiffen, Jungs. Die mit der richtig fetten Ladung. Suche mit dem Fernrohr einen Schoner für uns, Kenway. Du wirst ein Gefühl entwickeln, welche Fracht sie geladen haben. Und eine Ahnung, wie kampfstark sie sind. Nimm dein Fernrohr, Kenway. Schoner sind zu klein, um sie mit bloßem Auge zu sehen. Ja, ich denke, der Mantel da vor uns. Kanonenboot, ne? Ich lass sie mir Pech auftragen. Das wäre eine schöne Beute. Gut, dann bring uns näher. Wenn du die Prise nimmst, zeige Autorität und verlange Respekt, den du dir selbst nicht erweisen würdest. Das verzaubert einfache Gemüter, du wirst sehen. Deine Opfer müssen stets die beunruhigende Idee im Hinterkopf behalten, dass du dich jeden Moment vergessen und sie der Länge nach aufschlitzen könntest. Eure nach Belieben und lande ein paar Treffer, wenn es sein muss. Doch um Himmels Willen versenk sie nicht. Mach keinen Spaß, die Fracht aus dem Meer zu angeln. Auch wenn das möglich ist. Sind bereit, Sir. Segelreffen raus aus der Bö! Ab in die Wanden und Feuer! Die haben getroffen, Sir! Obacht! Wie macht euch Ketten bereit! Halt sie mit Ketten geschossen auf! Na. Sie ist kampfunfähig und auch schon ordentlich leckgeschlagen. Also halte auf jeden Fall die Kanonen ruhig und versenke sie nicht. Näher ran! Die Enterhaken sind bereit! Die pissen sich Vorsicht, an! Go! Heave! Go! Heave! Komm, 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 geh wieder hoch, damit man schießen kann. Alter, das Deck sauber! Tengo un buen día, señor. Ich bin Captain Hornigold und das ist meine Crew. Wir sind Seeleute ja, wie ihr, klar. Auch wenn wir andere Ziele verfolgen. Denn wir haben vor, euch allen Besitz zu nehmen. Doch keinem der Männer soll irgendetwas geschehen, solange sie sich nicht rühren. Ist das klar? No me mate, señor. Tengo familia. Se lo suplico. Spricht jemand Englisch? Englisch? Ein wenig. Sagt den Männern, dass wir eure Fracht rauben und keinem etwas antun, solange sie so stillhalten wie eine Sandbank. Ist das klar? Ich verstehe nicht. Ach, verdammt nochmal. Sperrt sie in den Frachtraum und nehmt alles mit, was zu holen ist. Beute können wir das Schiff aufrüsten, Captain. Ist ein komisches Gefühl, mit so viel geraubter Fracht an Bord zu segeln. Gewöhn dich dran. Wir müssen noch ein paar Prisen holen, um den Tag profitabel zu machen. Hoch die Banden, na wird's bald! Los,
Fahr es mir hier raus. So viel Segel, wie ihr könnt! Seesegel, wir reiten die Welt! Da hinten müsste der Kanonenboot sein. Und da kommen aber die Schlacht da im Sperrgebiet auf dich zu. Ups. Dreh vielleicht doch mal um. Alle außer Großbergen! Setzt jeden Zoll Segel! Ich weiß. Der Wind wird immer stärker, Captain. Wir müssen erstmal aus dieser Bucht raus. Ja, ja. Ja, mal gucken, ne? Ja. Was sind das? Nein, ich glaube nicht vor Schiffe der freundlichen Art. Das sind auf jeden Fall mehrere. Zählen auf jeden Fall unter spanischer Flagge. Ja. Das ist ja wieder Kanonenboot, aber der müssten eigentlich andere sein. Da. Der vordere eigentlich auch, glaube ich. Ja, okay, dann sagen wir mal hallo. Mhm. Ich sehe jetzt keine Schlachtschiffe weit und breit. Nee, ich sehe nur kleine Winzlinge. Wir hatten keine Chance. Ja, aber die kannst du noch entern. Das war jetzt gerade kriminell aus, oder das war nur eine Welle. Leute retten wollt. Enterhaken los! Ran an die Beute! Das falsche Schiff, aber egal, macht Sinn. Die schießen da eh auf uns. Einen musst du noch. Der Blaster da gehört mir, verstanden? Meine Fresse! Altes Schnitzel, jetzt geht's aber. Okay. Guter Fang heute, Kenway. Ein halbes Dutzend mehr davon und du hast für ein Jahr Ruhe. Lass uns die Ladung verkaufen und die Jackdaw mit ein paar Dingen verbessern. Ach, ein Jahr. Ich suche eine, um für mein Leben auszusorgen. Dann bin ich König der Karibik. Wir kamen nach Nassau, weil wir Könige eigentlich satt hatten. Nun, ich werde aber ein Mann mit Vermögen und Würde sein. Mein Gott, vergiss den Traum, Knabe. Nassau ist nun deine Heimat, nicht England. Träumst du nicht vom großen Treffer? Ein Schiff so voll Gold und Silber, dass du dich zur Ruhe setzen kannst, hä? Doch, aber es ist nur ein Traum. Jeder hofft, ein Dutzend herrenlose Truhen voll Gold zu finden. Haben wir schon. Doch die sind so rar wie ein ehrlicher König. Oh
Put him in the scuppers with the hose pipe on him. Put him in the scuppers with the hose pipe on him. Put him in the scuppers with the hose. Ah, das geht also auch bei voller Fahrt. Dann wohl die Insel für nächste Woche. Ja. Aber jetzt gehen wir natürlich noch so weit, bis wir da voll speichern. Wie gut, dass wir Doppelgänger haben. Scheiße, da liegt einer im Weg. Warum tut er das? Ah, den kann ich rechts umsegeln. Da steht da noch einer. Sind alle Kreuzsegel bereit? Topsegel reffen! Vorsegel reffen! Ich würde sagen, die Gefahr ist vorüber. Er fährt ein 600 Tonnen Segelschiff. Einholen! Einholen! Großsegel rein, Bramsegel reffen! Hier ist noch nicht viel auf der Insel, siehst du? Ja. Puedo ayudarlo? Ja, Gesundheit. Ein schlechter Fang heute. Weiter so, Nassau könnte die erste Stadt sein, in der Männer und Frauen so leben, wie Gott sie schuf. Einfach und frei. Dazu braucht man nur ein paar Tropfen Blut und Schweiß und Rum und ein paar Fetzen Stoff. Wir tragen keine Farben, wir preisen deren Fehl. Und so steht diese schwarze Flagge für nichts als unsere Liebe zur Freiheit der Menschen. Die ist für dich. Sei stolz darauf. Danke. Gib mir den Zettel, den ich dir gab. Wollen wir unsere Republik behalten? Brauchen wir Gold sowie Kanonen? Du meinst die Navy angreifen? Solange es König Philipps Navy ist, wird es unseren Monarchen nicht verärgern. Nicht ablegen. Wie du sicher bemerkt hast, ist die Zahl der Handelsschiffe in diesen Gewässern dreimal höher als die Zahl der Kriegsschiffe. Ei, leichte Beute, aber in kleinen Dosen. Stimmt. Und um die Marine hervorzulocken, richtet man am besten etwas Unheil an. Ein paar kleine Fische, um die großen zu ködern. Ja gut, das ist ja schon genau die nächste Frequenz. Also kapere und plündere Fische auf los, Captain Camway. Ja. Ja. Bring die Hauptsegel in den Wind! Alle Kann Segel ich jetzt nicht nochmal anlegen? Habt ihr nicht gehört? Das Steuer verlassen. Anlegen muss er halt nächstes Mal wieder. Mhm. Mein Reich. Schiff ausrüsten, sehr toll.
Ja, da kommt bestimmt noch was jetzt aufgrund der Quest. Ja, das darf ich ja alles noch nicht. Ja. Das hatten wir ja gerade. Aber du selber kannst dir denn noch eine Tour kaufen. Mal sehen, ob es schon bessere Sachen gibt hier. Mhm. 14.000 kann man sich leisten. Ja gut, also wohl nicht. Ja, aber es gibt hier wirklich keinen, Nee. Ja, liebe Freunde, dann war es das mit dieser Ausgabe von Black Flag. Jetzt gibt's Black Bat. Black Bat, genau. Morgen gibt's dann wieder ein bisschen Trucking. Und im Anschluss daran werden wir uns wieder in die Welt von Far Cry New Dawn begeben und schauen, was wir gegen die Highwayman machen können. Ja, also gute Nacht und bis später. Ciao! Ist Assassin's Creed Origins jetzt in der Werbung? Alle. Ja? Sag mal ciao! Ciao, ciao!